In diesem Video lernt ihr etwas über den Wadenstecher, dem bösen Zwillingsbruder der Stubenfliege. Viel Spaß! Wenn euch meine Themen interessieren, abonniert diesen YouTube-Kanal und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Fliegen können sehr interessant sein, aber meistens sind sie lästig. Also vielleicht habt ihr ja schon mal die folgende Erfahrung gemacht. Also ihr seid irgendwo in der Nähe von einem Stall, wo es Kühe oder Pferde oder sowas ähnliches gibt. Und euch schwirrt eine Fliege um den Kopf. Dann setzt sie sich auf euch drauf und ihr wedelt sie so davon, dann fliegt sie davon, dann kommt sie irgendwann wieder und setzt sich wieder auf euch drauf und so weiter. Also diese Erfahrung hat wohl jeder da draußen schon mal gemacht. Das sind die ganz normalen Fliegen. Und wenn die sich auf uns draufsetzen, dann machen die, also die schlürfen halt mit ihren saugenden Mundwerkzeugen unseren Schweiß von unserer Haut. Ja, das kitzelt ein bisschen und ist sehr lästig, aber recht viel mehr passiert da nicht. Aber dann gibt es noch eine ganz andere Fliege, die sieht ziemlich ähnlich aus wie eine Stubenfliege. Auch die schwirrt uns um den Kopf und setzt sich auf uns drauf. Aber sie leckt nicht nur unseren Schweiß von unserer Haut, sondern sticht einfach mal eiskalt zu und das tut auch noch ziemlich weh. Wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, dann gratuliere ich euch, denn dann habt ihr eure erste Erfahrung mit einem Wadenstecher gemacht. Der Wadenstecher gehört wie die Stubenfliege zur Familie der Fliegen. Allerdings unterscheidet er sich von den normalen Fliegen, die wir so als Fliegen kennen, indem er hämatophag ist. Das bedeutet, er ernährt sich vom Blut, ja, genauer gesagt, also er ernährt sich vom Blut von warmblütigen Tieren bzw. vom Blut der Säugetiere. Der Wadenstecher sieht der Stubenfliege zum Verwechseln ähnlich, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann kann man die beiden Tiere ohne weiteres voneinander unterscheiden. Schon alleine die Mundwerkzeuge des Wadenstechers unterscheiden sich von denen der Stubenfliege. Der Wadenstecher hat nämlich sowas wie einen Stechrüssel, der im ruhenden Zustand nach vorne gerichtet ist. Sowas findet man bei der Stubenfliege nicht. Zudem ist der Hinterleib des Wadenstechers im Vergleich zum Hinterleib der Stubenfliege deutlich abgerundet. Und auch das ist ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Im Speichel dieser Tiere befinden sich zahlreiche biologisch aktive Substanzen, vorwiegend Proteine. Proteine wie zum Beispiel Endonukleasen, antimikrobielle Proteine, Serinproteasen und Antithrombine. Diese Proteine beeinflussen das Immunsystem und die Blutgerinnung. Die Blutgerinnung wird verhindert. Durch den Stich des Wadenstechers kann lokal das Blut nicht mehr gerinnen und bleibt flüssig. Also diese antikoagulativen Substanzen im Speichel des Wadenstechers helfen der Fliege, das Blut durch ihren dünnen Stechrüssel aufzusaugen. Ansonsten wäre das nicht möglich, weil das Blut gerinnen würde und dann den Stechrüssel verstopfen würde. Der Stich der Fliege ist relativ schmerzhaft und hinterlässt juckende Beulen. Diese Beulen können sich in manchen Fällen auch zu Schwellungen ausdehnen und dann auch Entzündungen verursachen, was aber eher eine Ausnahme ist. Der Stich des Wadenstechers kann auch Krankheitserreger übertragen, wie zum Beispiel verschiedene Bakterienarten und die equine infektiöse Anämie. Die equine infektiöse Anämie ist ein Virus, das zu einer krankhaften Blutarmut führt. An diesem Virus erkranken ausschließlich Säugetiere aus der Familie der Pferde und der Mensch gehört nicht zu dieser Familie, also keine Angst, ihr könnt das nicht bekommen. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt nicht freiwillig von einem Wadenstecher stechen lassen, denn man weiß halt nie, was das sonst noch so für Bakterien und oder Krankheitserreger drinnen sein können. Wadenstecher findet man bevorzugt in der Nähe von Ställen, in denen Pferde, Esel oder Rinder gehalten werden.
Sowohl die weiblichen als auch die männlichen Fliegen ernähren sich vom Blut dieser Tiere. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier im Mist von Pferden oder anderen derartigen Tieren ab. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die Larven verpuppen sich und aus den Puppen schlüpfen dann wiederum die erwachsenen Wadenstechern, die anderen warmblütigen Tieren das Leben schwer machen. Schützen kann man sich vom Wadenstecher im Prinzip nur durch die Kleidung und durch das Auftragen von Geruchspräparaten, die Gerüche beinhalten, die für den Wadenstecher abstoßend sind. Solche Geruchsstoffe sind zum Beispiel in Teebaumöl, in Lavendelöl oder in der Zitronenmelisse enthalten. Diese Geruchsstoffe hasst der Wadenstecher und wenn man die sich so aufträgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man vom Wadenstecher nicht gestochen wird und der Wadenstecher lieber einen anderen Mensch sticht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und euch meine Themen interessieren, abonniert jetzt und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke. Dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Tschüss!